Alright, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem weiteren Video unserer Ultimate Guard Review Reihe. Und heute haben wir Kojiro Yuga mit dieser Deckbox hier. Grüß euch, Leute. Wir wollen unseren Sponsor Ultimate Guard bedanken für diese Deckbox. Wir wollen jetzt mal schauen, was die im Vergleich zu den letzten können, die wir von Ultimate Guard bekommen haben. Schaut sehr solide aus auf jeden Fall. Optisch wahrscheinlich auch wieder ein Highlight für die anderen Deckboxen. Ebenfalls wieder bietet bis 100 Karten Platz, also wieder exakt für Side-Deck, Main-Deck und Extra-Deck. Auch wieder natürlich ein super robuster maximaler Schutz. Wieder extra Verschluss mit vier starken Magneten. Und ja, diesmal im Vergleich zum letzten, die sie uns geschickt haben, ist es aus Xenos-Game. Jetzt wollen wir mal schauen, was es genau ist. Dieses Modell ist auf jeden Fall das Flip-Deck Case Xenoskin. Haben wir mal auf, um zu sehen, was es genau ist. Genau, die Beschaffenheit ist um einiges rauer als die des letzten Modells, die wir bekommen haben. Ist halt Geschmackssache meiner Meinung nach. Wir können ja mal schauen, wie das Innenleben ist. Hier ist das Innenleben ein bisschen weicher gestaltet. Also hier ist es aus immer noch etwas Leder, hier ist aus Mikrofasern. Mikrofasern, genau. Schauen wir mal, wie das mit dem Deck abläuft, Zeit und Extra. Sehr solid auf jeden Fall die Box. Starker Magnet, ja. Sehr stabil. Also auf jeden Fall sehr ausreichend, um die Karten zu schützen. Meiner Meinung nach auch eine einwandfreie Box, optisch halt auch, wieder mit dem Standard Ultimate Guard Logo. Schaut super aus. Ist halt dann natürlich Geschmackssache, was man halt machen will. Also auch wieder gleich groß wie die andere Box. Ist halt Geschmackssache, welches man davon vorzieht. Also ich persönlich bevorzuge natürlich die hier. Habe mich auch für die entschieden, aber die ist halt optisch und auch qualitätstechnisch auch wieder super. Also man kann sich auf jeden Fall für die auch entscheiden, wenn man möchte. Genau. Dann wollte ich euch noch zeigen, die gibt es natürlich nicht nur in dieser Farbe. Bevor du uns das zeigst, hast du noch was zu sagen für die Fans? Natürlich, das heutige Wort lautet mit. Genau, wie ihr seht, gibt es ja auch in schönen anderen Farben. In Giftgrün, ja, dann hier Richtung Blau, Richtung Braun. Also für die Farbgestaltung lässt Ultimate Guard auch keine Wünsche offen. Also ich denke mal, da wird jeder das finden, was er möchte. Auf jeden Fall. Will mal liken, subscriben, kommentieren. Mehr Infos findet ihr unten in der Beschreibung zu Ultimate Guard. Und vergesst nicht, schaut alle anderen Videos an, alle anderen Teile, damit ihr das Lösungswort für unser Gewinnspiel herausfinden könnt. Ansonsten will mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab und leidet nicht so viel. Viel Glück, Leute.